Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Revenue Engineering Podcasts von Buildingradar. Mein Name ist Heinrich Rusche, Mitglied der Geschäftsleitung von Buildingradar. Ich freue mich, durch das heutige Thema zu gehen. Heute geht es um die Entwicklungsgeschichte der Firma Buildingradar. Aber keine Sorge, das soll kein selbstbezogenes Thema sein. Ich möchte erzählen, wie wir uns das Unternehmen verändert haben, wie wir unser Angebot verändert haben und warum wir das getan haben. Und ich bin mir sicher, dass dies einen Mehrwert für Sie deswegen hat, weil wir mit der Zeit eben sehr viel gelernt haben, was die wahren Probleme sind in der Baubranche im proaktiven Vertrieb und was nur die vorgeschobenen Probleme sind in genau dieser Branche und wie wir uns verändert haben, um das zu adressieren. Ich bin mir sicher, dass auch Ihnen dies hilft, um zu verstehen, wo die Flaschenhälse bei Ihnen im Haus sind, die Sie angehen können. Buildingradar wurde damals, ich meine 2015, 2016 gegründet hier in München als ein digitaler Anbieter für Projektinformationen. Die Gründungsidee war damals, dass beobachtet wurde, naja, eigentlich in allen Ländern gibt es einige große Firmen, die nichts anderes tun, als Projektinformationen zu recherchieren. In Deutschland gibt es da mehrere Häuser, die Ihnen sicherlich bekannt sind. Vergleichbare Unternehmen gibt es auch in Österreich, in der Schweiz, in UK, in Frankreich, in Spanien etc. Und wie diese Firmen arbeiten, ist, dass dort oft große Callcenter aufgebaut sind, größere Teams mit ganz vielen Leuten, nicht selten eine dreistellige Anzahl an Mitarbeitern oder Freelancern, Externen, die nichts anderes macht, als sich umzuschauen, irgendwo rumzutelefonieren, herauszufinden, wo geht irgendwas bei einem Projekt anzurufen, hey, wer ist denn der Architekt, kann ich da eine Handynummer, eine Telefonnummer haben, etc. Die Gründungsidee war, kann man das nicht digitalisieren und damit eine Lösung schaffen, die nicht nur in einem Land, sondern auch grenzübergreifend eben funktioniert, ohne da mit ganz vielen verschiedenen Anbietern zusammenzuarbeiten. Auch das stellt ja gerade international tätige Unternehmen schon vor eine Herausforderung, auf einmal nur mit ganz vielen lokalen Playern zu arbeiten, die man nun integrieren muss. So sind wir damals gestartet, an den Markt gegangen. Der Start war wie immer bei einem Start-up, bei einem neuen Unternehmen, sicherlich auch beschwerlich, holprig, mussten da viel dazulernen in den ersten Jahren, sind mit sehr rudimentären Informationen angefangen. Wenn Sie heute Kunde sind, wenn Sie wissen, wie das Produkt heute aussieht, seien Sie sich sicher, es gab Firmen vor 5, 6, 7 Jahren, die haben schon mit einem Bruchteil der Informationen, die wir heute bereitstellen können, erfolgreich arbeiten können, ohne viele der weiteren Funktionalitäten, die Plattform heute bereitstellt. So sind wir damals an den Markt getreten, so haben wir damals angefangen, haben Informationen, Datenblätter bereitgestellt, hatten dabei auch ein schönes Interface, Online-Interface, in dem das funktionierte. Im Kern waren es aber Daten, man hätte die auch in einer Excel-Tabelle bereitstellen können. Darum ging es letztlich, um Projektinformationen. Das war dann für uns mit der Zeit sehr spannend, das zu beobachten, wie das funktioniert hat. Damals war unser Geschäftsmodell, wir stellen Firmen genau diese Informationen bereit. Und nun gut, das war der damals möglicherweise etwas naive Glaube, wenn eine solche Firma aus der Industrie diese Informationen einkauft, dann wird diese Firma, werden die Vertriebsleiter, wird das Vertriebsteam schon in der Lage sein, daraus was zu machen. Das ist doch der Job dieser Mitarbeiter, oder? Aus einer solchen Information, aus einem solchen Lead etwas zu entwickeln. Mit der Zeit haben wir dann gemerkt, dass sich die Kunden in einige Gruppen einteilen ließen. Es gab die einen Kunden, die sehr erfolgreich mit unseren Informationen arbeiten konnte, wo man sich dann nach dem ersten Jahr unterhalten hat, wie kann man das, was wir in Deutschland erfolgreich machen, in England, Frankreich, Spanien, Europa, Amerika, auch Asien erfolgreich betreiben. Das waren die tollen Gespräche, die angenehmen Themen. Das war klasse. Es gab die Firmen, wo eigentlich nach einem Jahr der Vertriebsleiter in die Runde blickte seiner Mitarbeiter und fragte, wie war das denn jetzt mit Buildingradar? Und dann ungefähr ja, ein Drittel vielleicht der Mitarbeiter sagte, jawohl, Buildingradar, das ist toll, das ist klasse, das funktioniert. Ein Drittel sagte, nee, bitte nicht, das war irgendwie nichts für mich. Und ein Drittel wahrscheinlich sie niemals eingeloggt hatte, das gar nicht richtig genutzt hatte. Das war so ein durchschnittlicher Fall. Und ein dritter Fall, wo das einfach eine dritte Gruppe an Kunden, wo wir den Eindruck hatten, das lief dann einfach so durch, lief so ein bisschen unter dem Stichpunkt Marktbeobachtung, Marktrecherche. Man nutzt das, um so ein bisschen zu schauen, was gibt es denn da so im Markt? Wer macht denn was? Das ist ja auch schon eine ganz spannende Information, so scheinen jedenfalls einige Firmen das wahrzunehmen, warum das aus unserer Sicht kein sinnvoller
Art der Arbeit mit diesen Informationen, das habe ich vor einigen Podcast-Folgen bereits einmal dargestellt. Schauen Sie gern zurück, schauen Sie sich die vorherigen Folgen an, um das besser zu verstehen. Das war natürlich für uns sehr unbefriedigend, denn wir sind nun mal angetreten, damals mit dem Ziel, den Vertrieb in der Baubranche zu revolutionieren, messbaren, spürbaren Impact, Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Es konnte uns einfach nicht zufriedenstellen. Das ist letztlich auch eine Blackbox für uns war, was denn eigentlich mit den Informationen geschieht. Und ganz offen gesagt, in aller Klarheit, wir hatten bei sehr vielen Firmen den Eindruck, dass die Firma selbst gar nicht versteht, welchen Weg die Informationen dann nehmen, die wir bereitstellen. Wir hatten sehr oft den Eindruck, dass auch für den Vertriebsleiter das letztlich eine Blackbox ist. Irgendwo kauft man da Informationen ein von uns oder auch von anderen Anbietern und irgendwie verschwinden die dann so im Nirvana. Ja? Also keiner weiß genau, was ist jetzt wirklich damit geschehen. Keiner weiß, wie viele Aufträge nach einem Jahr, zwei Jahren damit gewonnen worden sind. Es ist nicht messbar, völlig unklar. Jeder bewertet es anders. Der eine Mitarbeiter sagt, das ist super, das brauche ich. Der andere Mitarbeiter sagt, die Leads sind schlecht, die Informationen sind schlecht, damit kann man ja gar nicht arbeiten. Absoluter Wahnsinn, absolutes Durcheinander, keine Chance da, was draus zu machen. Wir haben dann angefangen, nach einigen Jahren, wo wir das immer mehr beobachten konnten, sehr eng uns mit unseren Kunden zusammenzusetzen. Gerade mit den Kunden, von denen wir wussten, dass diese wirklich sehr erfolgreich mit den Informationen arbeiten. Haben da viele Vor-Ort-Termine gehabt, haben da Workshops gemacht, haben Kollegen geshadowed, wie man so schön sagt, also einen Tag mit denen gemeinsam verbracht, beobachtet, wie sie mit den Leads, mit den Informationen arbeiten. Was wir schnell festgestellt haben, es gibt einige Gewohnheiten, einige Themen, einige Dinge, einige Voraussetzungen, die in den Unternehmen vorhanden sind, wo man erfolgreich mit solchen Projektinformationen arbeitet, im Vergleich zu den Unternehmen, wo das nicht geschieht. Mit der Zeit haben wir sogar noch stärker das zuspitzen können. Wir intern, wir sind mittlerweile davon überzeugt, dass Projektinformationen an sich überhaupt nicht das Problem von den allermeisten Firmen da draußen aus dieser Branche der Baufirmen sind. Ihr Bottleneck, Ihr Flaschenhals, ich bin da sehr selbstsicher, dass das zumindest für die meisten von Ihnen, die gerade diesen Podcast hören, stimmt, Ihr Flaschenhals ist nicht, dass Sie noch mehr Projektinformationen benötigen. Seien wir doch mal ehrlich, es ist doch nicht wirklich schwierig zu verstehen, zu sehen, wo Projekte starten. Jeden Tag beginnen doch in ganz Deutschland, reden wir mal gar nicht über Europa oder über die Welt, neue Projekte. Sie schwimmen doch, sie ertrinken doch fast in solchen Projektinformationen. Das ist doch nicht Ihr Problem. Das ist doch nicht der Grund, warum Sie nicht genug Umsatz machen, warum Sie nicht Ihre Ziele erreichen im Vertrieb, warum Ihre Kollegen nicht das Potenzial ausschöpfen, was sie ausschöpfen könnten. Das Problem ist doch nicht, dass Sie nicht genug Projektinformationen im Haus haben, sondern das Problem ist ein anderes. Das Problem, was Sie in Ihrer Organisation haben, in Ihren Prozessen, in Ihren Mitarbeitern, ist, dass die Kollegen nicht wissen, was geschehen soll mit diesen Informationen. Wer macht wann was mit den Projektinformationen, die bereitgestellt werden? Und verstehen Sie das nicht falsch, das ist weniger ein Vorwurf an die einzelnen Mitarbeiter aus Ihren Vertriebsteams, die sich sicherlich jeden Tag drei Beine ausreißen, alles tun, unterwegs sind, alles versuchen möglich zu machen, um erfolgreich zu sein, sondern sehr oft liegt es an den Prozessen, an den Systemen, auch am fehlenden Systemverständnis, was denn geschehen müsste, damit überhaupt die Chance besteht, damit irgendjemand mit solchen Informationen erfolgreich arbeiten kann. Wir hatten das Glück, das Privileg, in den letzten Jahren eben sehr erfolgreich mit den Vertriebsorganisationen zusammenarbeiten zu dürfen, die das erfolgreich gemacht haben, und konnten unsere Lösung immer mehr erweitern, um die richtigen Prozesse abzubilden, die Mitarbeiter zu befähigen, um sicherzustellen, dass die Projektinformationen nicht das Hauptprodukt ist, was wir unseren Kunden bereitstellen, sondern nur der Startpunkt ist von den Dingen, die dann passieren müssen. Die Projektinformation ist der allererste Schritt. Dort beginnt die Arbeit. Aber wie geht es dann weiter? Wie werden diese Informationen qualifiziert? Wie werden aus qualifizierten Informationen Termine? Wie stellen Sie sicher, dass dann aus diesen Terminen wirklich auch Aufträge werden, diese genutzt werden? Gerade eben bei den Projekten, wo Sie nicht schon alle Entscheider kennen, wo Sie nicht schon tief drin sind, Ihre Netzwerke dort greifen. Das ist das, was wir bei Building Radar in den letzten Jahren lernen durften und was jetzt alle unsere Kunden immer mehr lernen.
Und seien wir ehrlich, unsere Kunden sind heute schon die Marktführer in ihren Bereichen, sind die Marktführer von morgen. Es ist eine neue Art, Vertrieb zu machen, die hier entsteht. Das ist die Art, Vertrieb zu machen, die unsere Kunden und wir Revenue Engineering nennen. Revenue Engineering ist die Zukunft im Vertrieb, in der Baubranche. Wenn Sie abhängig sein wollen von Ausschreibungen, wenn Sie abhängig sein wollen davon, dass jetzt Ihr Kollege irgendwo irgendwelche Netzwerke zu irgendwelchen Architekten oder Planern unterhält, dann brauchen Sie das nicht. Dann brauchen Sie sich aber auch nicht zu wundern, dass auf einmal bei Ihnen ein Auftragsrückgang von 20% zu verzeichnen ist, wenn die Projekte im Markt um 20% runtergehen. Warum? Weil Sie gar keinen Hebel haben, weil Sie gar keine Möglichkeit haben, hier entgegenzuwirken, eben selber proaktiv mit der eigenen Leine in der Hand vertriebliche Aktivitäten zu setzen, die Ihnen helfen, diese Umsatzlücken auch zu füllen. Darum geht es bei Revenue Engineering. Das ist die entscheidende Entwicklung von Buildingradar in den letzten Jahren. Das ist etwas, was wir auch schmerzlich in den ersten Jahren lernen mussten. Daten sind nicht das Problem, Projektinformationen sind nicht das Problem, aber was damit geschieht, das ist das Entscheidende. Und nein, nur weil Sie ein CRM-System haben, heißt das nicht, dass deswegen Sie die richtigen Prozesse haben, um aus solchen Informationen skalierbare Aufträge zu generieren. Auch hierum wird es möglicherweise nochmal in folgenden Folgen gehen. Wenn auch das Ihr Interesse weckt, Sie gerne Kontakt aufnehmen möchten, wir beraten Sie gerne in einem kostenlosen Erstgespräch. Kommen Sie dort auf uns zu. Sie finden den Link dazu in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, je nachdem, auf welcher Plattform Sie uns gerade zuhören. Mein Name ist Heinrich Rusche, Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Buildingradar. Ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Würde mich freuen, wenn Sie dabei bleiben.